Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es endlich wieder ein Video zur AKX und bevor es losgeht, möchte ich euch noch zu unserer 95-jährigen Jubiläumsveranstaltung einladen. Die findet am 2. November auf dem KIT Campus Süd statt und wir werden alle unsere Prototypen ausstellen. Danach um 18 Uhr wird es noch einen Vortrag von Boeing im Audimax geben, zu dem wir euch alle herzlich einladen wollen. Wenn ihr noch mehr Infos zu der ganzen Sache wollt, dann schaut einfach unten in die Beschreibung, da gibt es noch einen Link zu unserer Homepage. Und jetzt will ich euch gar nicht mehr lange vom Video abhalten. Der Nicolas zeigt euch, was es Neues an der Steuerung gibt und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Wie ihr seht, sitze ich hier schon im AKX-Rumpf. Und möchte euch da ein paar Sachen an der Steuerung zeigen, die in letzter Zeit Fortschritt gemacht haben. Ein Punkt war die Seitenrudersteuerung, da habe ich im letzten Video schon drüber geredet. Da gab es noch einige 3D-Druckteile, weil die Stahlteile noch nicht geschweißt waren. Vielen Dank hier mal wieder an die AKFLIG Stuttgart und ihren Luftfahrtschweißer, die uns da dankenswerterweise unterstützt haben und die Seitenruderkomponenten jetzt alle geschweißt haben. Die sind jetzt hier auch schon eingebaut. Das Seitenruderseil geht, wie auch letztes Mal gezeigt, an diesen gebogenen Rohren sozusagen seitlich beim Seitenruderpedal durch und oben an diesen Umlenkpunkt. Das sieht man dann auch schon alles, wenn man sozusagen mal reintrappt. Also wenn ich jetzt hier reintrapp, bewegt sich oben dieser Umlenkhebel und die fehlen eben noch diese Stangen, die führen dieses Signal nach vorne und dann eben durch diese Ebene. Eine andere Komponente der Hauptsteuerung ist die Wölbklappensteuerung. Also wie wir Wölbklappe, Querruder und Höhenruder alles miteinander mischen, weil wir ja diese drei Funktionen über die drei Klappen im Flügel realisieren müssen. Eine Funktion, die man dabei für die Wölbklappe realisieren muss, ist, dass die Rotationsstangen nach außen und innen gespreizt werden. Und diese Mechanik, die das realisiert, muss dann auch noch sehr platzsparend sein, weil also hier ist die Kante des E-Pils. Das heißt, dann kommen ja noch Instrumente hin, da hat man nicht mehr viel Platz, deswegen muss das alles recht flach bauen. Deswegen ist die Mechanik schon ein bisschen aufwendig mit sehr vielen Hebeln. Wenn man das jetzt mal bewegt, dann sieht man gleich, was das alles macht. Also, Hier wird der Griff sein, mit dem man die Wölbklappe betätigt. Hier hat man dann eben diese Hohlwelle, die sich dadurch dann dreht. Hier oben gibt es eine Umlenkung. Also diese beiden Hebel drehen sich um diese Achse. Dann gibt es einen Hebel, der dieser Drehbewegung auf eine Linearbewegung in dieser Richtung umwandelt. Und dann gibt es eben durch diese beiden Hebel, führt das zu einer Spreizbewegung der Rotationsstangen. Es ist noch ziemlich bunt hier mit 3D-Druckteilen. Hier sind die nächsten Schritte, die Teile durch Metallteile zu ersetzen und die Lager zu montieren. Und dann ist die Wölbklappensteuerung soweit auch fertig. Im letzten Video hatten wir die Positioniervorrichtung für die Einbauteile im Vertikalteil des Winglets gezeigt. Nachdem wir alle Löcher gebohrt hatten und nochmal alle Verklebespalte überprüft haben, konnten wir dann den Holmsteg und den Endleistensteg in die Oberschale einkleben. Außerdem haben wir für die Seitenruderscharniere, die ja hier befestigt werden, mehrere Bruchversuche durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Seitenruderscharniere auch die Kräfte aushalten, die zum Beispiel durch Betätigung des Seitenruders auf sie einwirken. Als nächstes haben wir am Flügel weitergearbeitet. Hier haben wir nämlich die Bolzen eingeklebt, die später das Winglet halten und die eben die Kräfte vom Winglet auf den Flügel weitergeben. Die Bolzen hier sitzen wie auch schon die Bolzen am Rumpf in CFK-Klötzen, die eben die relativ kleine Fläche der Metallbolzen etwas großflächiger auf die Struktur verteilen. Hier ist noch die Besonderheit, dass dieser hintere Querkraftbolzen durch seine Querbohrung und einen zusätzlichen Steckbolzen Axialkräfte übertragen kann, die zum Beispiel bei einem Seitenruderausschlag auftreten. Damit die Klebung zwischen dem Metall und dem CFK nicht über Gebühr beansprucht wird, haben wir diesen Bolzen zusätzlich mit einer Schraube axial befestigt. Wie vor einigen Monaten schon bei den Hauptbolzen stand dann eine etwas spannende Aktion an. Und zwar haben wir hier für den Hauptsteckbolzen des Winglets auch noch eine Bohrung durch den Flügelholm gemacht. Dadurch, dass wir schon Erfahrungen gesammelt hatten und weil die Toleranzen hier bei diesem Bereich etwas entspannter sind, konnten wir diese Bohrung an unserer eigenen Bohrmaschine durchführen.
dann noch schnell die entsprechende Buchse eingeklebt und wir haben eben flügelseitig alles an der Steckung bereit. Warum genau jetzt die Flügelsteckung? Es ist extrem wichtig, dass das Winglet korrekt zum Flügel ausgerichtet ist und da eben keine Winkelfehler zum Beispiel im Einstellwinkel auftreten. Deswegen müssen wir, um das Winglet weiterbauen zu können, die Flügelsteckung hier fertig machen, denn wir werden die Einbauteile, die im Winglet jetzt noch fehlen, an den Flügel dran gesteckt ins Winglet einkleben und dabei eben Flügel und Winglet zueinander perfekt ausrichten. Und wenn diese Positionierung der großen Bauteile zueinander schon passt, dann werden auch alle Einbauteile im Winglet perfekt sitzen und wir sparen uns mögliche Fehler durch Aufsummierung von Fertigungstoleranzen.